Moin und willkommen zu einer weiteren Runde Ur-Scum. Jo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, dass wir heute weiter gucken. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Es wird wahrscheinlich gleich wieder relativ dunkel, wenn ich Pech habe. Wir haben gerade, ich habe es gesehen, 21 Uhr auf dem Server. Es ist ein bisschen Schitte. Da ist übrigens mein Topf. So, wir könnten das aber eigentlich mal alles hier in Essen kochen reinschmeißen. Wäre vielleicht mal eine gute Idee. So. Ja, wie gesagt, müssen wir mal schauen. Wir könnten aber vielleicht mal ein bisschen heute Naval Base machen. Nee, ich habe keine Ahnung, nicht schon wieder Naval Base irgendwie. Ja, das Problem ist doch, ich würde heute sagen, gehen wir Naval Base. Aber wir schmeißen hier erstmal zurück in die Kisten. So, dann schauen wir mal kurz. Baseballschläger haben wir da, ja. Das Ding haben wir. Loot Auto, sehr schön. Wir packen das mal da. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt alles rausgenommen habe, wenn ich ehrlich bin. So, das da rein. Das darüber. Das darüber. Das kann auch darüber. Das geht rüber. Das kann hier rüber. Das, ich halte es erstmal fest für den Fall, dass wir vielleicht ein Auto finden oder so. Das kann übrigens, ne, kann nicht da drauf. Das ist scheiße. Brauchen wir dafür einen Adapter? Ich weiß es gar nicht. Oh Gott. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. So, wir lassen es jetzt erstmal so. Wir gucken. Airdrops in der Nähe haben wir. Ach ne, ist ja gerade Server Restart gewesen. Ja, also für alle, die sich wundern, wir haben es gerade 0 Uhr am, boah, lass mich nicht lügen, Mittwochabend 0 Uhr. Ich kann wieder nicht pennen vor lauter Hitze. Deshalb machen wir jetzt noch schnell das Video, dann brauche ich das morgen früh nicht machen. Und ich bin definitiv sicher, dass es morgen live geht. So, dann schauen wir jetzt. Oh Gott. Also ich habe gerade ein bisschen leichte Probleme. Ich habe aber auch allerdings DiveX 12 genommen, wenn ich ehrlich bin. Die experimentelle Version. Ich wollte mal gucken, ob das vielleicht hier mit der Grafikkarte jetzt besser läuft. Aber ich habe so das Gefühl, ich habe gerade mehr Lags wie alles andere. So, aber ja gut. Aber wie gesagt, wir haben es 21 Uhr Ingame. Es wird erst um 0 Uhr hier dunkel. Also hätten wir noch 3 Stunden Ingame Zeit. Ich weiß nicht. Ja, wird wahrscheinlich trotzdem nicht reichen. Ja, wir gucken auf jeden Fall mal. Wow, mal. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute überhaupt noch da sind. Schauen wir auch mal. Falls überhaupt jemand antwortet, so. Ja, wir haben halt viele, viele Leute, die hier auch neu drauf sind. Also eben, wo ich geguckt habe, so kurz vor Server Restart, hatten wir noch 10 Leute drauf. Keine Ahnung. Uiuiuiui. Ob die jetzt immer noch drauf sind oder nicht. Radadinchen oder so ist auf jeden Fall noch drauf. Radadinchen sagt mir gerade gar nichts, wenn ich ehrlich bin, aber ich freue mich, scheint jemand Neues zu sein. Vielleicht, wenn wir Glück haben, keine Ahnung. Ui. Maktorus ist der Max. Der ist auch da. Der Kalle ist es, der ist auch da. Das ist sehr schön. Wow. Wow, 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 wow. Das war aber ja doch, es ging. Es ging eigentlich ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Sonst mache ich hier immer irgendwie einen Satz nach, keine Ahnung wo. Das Moped hier scheint, wie gesagt, definitiv weg zu sein. Dann, ja, muss ich mal gucken, ne? Also das ist jetzt nicht despawned. Ich glaube, der Spieler ist einfach damit weitergefahren. Und wir gucken jetzt einfach mal. Ja, das Problem jetzt gleich wird sein,
Wir haben keinen Schalldämpfer drauf. Nein, nee, haben wir nicht. Das ist schlecht. Oh Gott. Ich sehe es schon. Komm, wir sterben mit der VHS. Kein Schalldämpfer in der Naval Base rumballern ist, glaube ich, nicht gut. Definitiv nicht. Aber naja, vielleicht haben wir direkt dann alle Zombies bei uns und dann brauchen wir nicht mehr so viel machen. Hätte auch seinen Vorteil. So, aber dann fahren wir jetzt, wie gesagt, Naval Base looten. Also ich würde sagen, wir fahren erstmal... Wow! Erstmal auf jeden Fall nach unten. Also erstmal zu der U-Boote. Von der U-Boote dann... So. Von der U-Boote fahren wir erstmal runter. Wow. Ach Quatsch, von der U-Boote gehen wir dann, obwohl, ne, wir könnten noch. Na, ich glaube, wir machen erst die Hangars. Erst die Hangars, dann fahren wir zu der U-Boote. Das wäre auf jeden Fall mal nicht schlecht. So, ja, ich bin auch am überlegen, vielleicht gibt es noch mal irgendwann so eine kleine Drohnenfolge, wo ich einfach mal gucken, fliege, fahre, hüpfe, so die ganzen Base-Building-Dinger, um einfach mal zu zeigen, wie unterschiedlich die Leute auf den Servern bauen. Aber das wird dann keine Stundenfolge, ich denke mal, vielleicht halbe Stunde oder so. Und ja, wir zeigen die Gebäude dann nur von außen. Also ich werde nicht in die Gebäude reinfliegen, um... Ja, obwohl im Prinzip könnte ich das zwar auch, weil hier kann er nicht geknackt werden. Aber ich denke, das muss nicht sein. Also definitiv nicht. Deshalb, wir werden die Gebäude nur von außen zeigen. Wunderbar. Und dann, ja, schauen wir halt, was wir denn so da kriegen. So, dann gehen wir mal von hier aus los. Ja, ist eigentlich relativ... Na, ich glaube, das Ding hat einen Schalldämpfer, oder? Ich weiß gerade nicht. Oh, nee, hat auch keinen Schalldämpfer. Ist auch nicht wirklich besser, also von daher okay. Wir nehmen einfach die VHS und... halt, nein. So, ja, Einzelschuss, wunderbar. Den gucken wir jetzt einfach. Ich habe es noch nicht piepen gehört. Das ist, ich hoffe, ein gutes Zeichen. Piepen wäre, glaube ich, nicht so toll. So, dann gehen wir mal. Komm, das essen wir mal alles. Ich hoffe, es geht schnell. Ja, doch, sollte. In A2 ist ein Frachtabwurf. Ist ein bisschen weit weg, finde ich. Deshalb werden wir einfach jetzt hier mal bleiben. Was haben wir da? Eine Bubbles, die können wir auch alles trinken. A2 wäre da. Nee, das ist auch ein bisschen weit weg. So. Das Ding wieder runter. Das Ding. Das Ding. Jo, also. Wie gesagt. Ich schaue mir das jetzt hier so ein bisschen an. Aber ich glaube auch nicht, dass da irgendwas Vernünftiges liegt. Deshalb gehen wir jetzt einfach, je nachdem, wo der Mac gerade ist, einfach mal runter. Ja, guck mal. Funktioniert. Hervorragend.
Mir ist ziemlich warm. Okay, dann sollte ich vielleicht mal. Warte, das kann man hochpacken. Ist dann auch da hoch, so. Wunderbar. Das ist übrigens mein, ja, YouTube-Account. Das wisst ihr ja schon, aber was mich so gerade wundert ist, obwohl, Moment, warte mal, die ist, ich glaube, sie war ein bisschen asiatisch angehaucht oder so, ne? Weil sonst habe ich ja bis jetzt immer nur schwarze Charaktere gespielt. Das wollte ich damit eigentlich nur sagen. So, wir hätten hier ein neues Hemd. Okay. Dann hüpfen wir jetzt einfach mal hier rüber rein. Ah, der hat uns auch nicht gesehen, Gott sei Dank. Leer. Okay, leer ist immer gut. Leer finde ich immer hervorragend. Das ist, joch, Wahnsinn. Ein Schokoriegel, okay. M82 Magazin, okay, nehmen wir mal mit. Vielleicht finden wir dann irgendwann mal die passende Waffe dafür. Aber auch nur vielleicht. Oh Gott, jetzt hängen wir da noch fest. Ne, das nehme ich jetzt mal nicht, obwohl. Ja, doch, ich glaube, können wir mal mitnehmen, weil im Moment munitionsmäßig finden wir eigentlich verdammt wenig im Moment. Wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, so eine Waffe dabei zu haben. Ja, nehmen wir auch mit. Waffe? Ach Quatsch, keine Ahnung. Okay. Ich würde sagen, das war der Mech. Ich weiß es nicht. Ich würde es einfach mal so behaupten. So, dann gucken wir jetzt hier. Ja. War jetzt nicht besonders leise, ich gebe es ja zu. Aber guck mal, drei Pfeile, das ist doch auch mal was. Das kriegen wir hier schon irgendwie hin. Boah, mein Gott, ey, das ist immer noch so brütend heiß. Ich wollte gerade. Nee, egal. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier unten das Ding erstmal looten. Dann gehen wir gleich mal hoch zu dem anderen Rundhangars, Sportplatz. Und danach ins U-Boot, oder zum U-Boot. Aber obwohl ich würde sagen, von da aus gehen wir erst zum Auto zurück und dann zum U-Boot. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Also. Noch ein bisschen, okay. Also ich sage, wie ihr seht, ne, hier in den Dingern ist gerade echt gar nichts. Also es ist kaum was. Gar nichts ist gelogen, aber es ist nicht das, was früher mal drin war. Und ja, es heißt, dass die guten Waffen mittlerweile in den abgeschlossenen Schränken sind. Ich glaube, das haben die in der Naval Base vergessen mit einzufügen, weil keine Ahnung, also da unten ist definitiv nichts Gutes drin. Also ich habe noch nicht eine einzige Waffe aus dem Ding da unten rausgeholt. Ach nee, eigentlich wollte ich ja mal gucken, wie viel da drin ist. 22, ich weiß auch gar nicht. Passt eigentlich, das würde mich noch interessieren. Passt das Ding? Nee, passt auch nicht. Das wäre natürlich zu schön gewesen, ne? Guck mal, der schläft wieder, der schläft wieder. Was heißt schläft, aber.
Die kriegen gar nicht mit, dass wir da sind. Ich meine, man hört die zwar schreien kilometerweit, aber manchmal kriegen sie es gar nicht mit, wenn irgendwo einer rumläuft. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber okay. Aber ich sehe gerade, da liegt doch einer. Jo, vier Pfeile hat er gefressen. Dann gucken wir jetzt erstmal hier in Ruhe nach. Und dann machen wir einfach weiter. Aber mal ganz ehrlich, ich muss gerade mal gucken, was meine Frau für eine Hose anhat. Aber ich glaube, das ist eine. Ich glaube, das war eine Tarnhose und keine schwarze Hose. Oh, jetzt guck mal, 1 von 12. Das ist. Ach. 3. 3, 3. Ach, da ist der, okay. Die Nummer 4 wollte er leider nicht mehr preisgeben. Nein. Der ist wieder mal weg, wie immer. Manchmal ist das aber auch echt scheiße hier. Das ist, ich weiß nicht. Was haben wir denn da? 38er, nee. So, und ich lasse mich da auch gleich auf keine Experimente ein. Wir gehen raus, schießen die Viecher weg und gut ist. Ich möchte jetzt auch nicht mit Pfeil und Bogen. Das ist Munition für die AKSU oder S oder U, wie das war. Ein AK-15 Magazin, sehr schön. Die nutze ich sowieso nie, deshalb bleibt das Ding mal hier. So, dann gehen wir jetzt direkt mal so hier an die Tür. So, dies war's dann. Ne? Gehen wir direkt wieder raus. Dann direkt runter. Das Ding sieht gut aus. So. Das Ding hier. So. Bronze. Ne, Bronze wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich die anderen. Ja, kleinen Moment. Geht jetzt sofort weiter. Ich hoffe nur, wir werden hier nicht gesehen. Ja, ich nehme mir gerade ein neues Eikos-Ding vor. Ich möchte mir gerade so ein Ding hier erhitzen und puffen und keine Ahnung was. Mein Appell an euch alle, lasst es bleiben. Rauchen ist total schädlich und scheiße. Und man kommt nicht davon weg. Ich mache es jetzt schon seit fast 35 Jahren. Es ist der letzte Rotz. Also ich sage, ich darf gar nicht drüber nachdenken, wie viel Kohle ich damit schon ausgegeben habe. Und nein, ihr seid damit nicht cool oder sonstiges. Das ist, ja. Das habe ich früher auch immer gedacht. Das ist aber einfach nicht so. Es ist, es macht abhängig und was weiß ich nicht. Also macht krank, ihr sterbt. Vielleicht, wenn ihr Pech habt, früher. Ich habe meine Oma nämlich auch an Lungenkrebs verloren. Das ist aber jetzt schon, ja, doch 20, 30 Jahre her. Aber es ist trotzdem scheiße. Aber ich will da jetzt auch gar nicht drüber reden eigentlich, weil im Prinzip entscheidet ihr das eh selber. Von daher alles gut. Ich will jetzt auch nicht da den Moralapostel spielen. Weil ganz ehrlich, ich habe früher auch nicht auf Leute gehört, die mir gesagt haben, lass es bleiben. Und ja, deshalb. Ich kann nur appellieren, lasst es. Und ob es macht oder nicht, ist eure eigene Sache. So, aber das, wie gesagt, war jetzt so dann der Abschluss dazu, weil, ne? Was soll ich da noch groß zu sagen? Gar nichts. Ist immer am besten. So. Ne, das ist alles schon ein bisschen runtergekommen. Oh, ein Wetzstein, der ist schön, den nehmen wir mit. Wir haben ja bestimmt irgendwas, was wir heile machen können. Und wenn es nur unser N9 Bajonett ist. Es ist aber bei 88% noch, von daher.
Wir könnten das noch mitnehmen, obwohl gegessen haben wir, glaube ich, gerade irgendwie genug, ne? Das ist. Sind wir eben schon hier lang gelaufen? Ich glaube schon. Ja, ich glaube. Also ab und an lohnt es sich auch in die kleinen Zelte zu laufen, wie ihr seht. Vor allen Dingen, ich fände es geil, wenn man solche Zelte irgendwo abbauen kann und irgendwo in den Wäldern für sich selber wieder aufbauen könnte. Eine Schrotze, Regenmantel, nee, wollen wir auch nicht mitnehmen. So. Den schauen wir jetzt. Den schauen wir hier. So. Ach ja. Es dauert halt alles so ein bisschen, bis es hochgeht. Das dauert auf jeden Fall noch was länger. Wir haben aber. Ah, oh, shit, das ist jetzt, weiß ich, was ich vergessen habe heute. Wir haben noch nicht nach unserem Feld geguckt. Wir müssten. Oh Gott, ja, das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Ein bisschen Gartenarbeit, Unkraut jäten, vielleicht sogar was der Ernten pflücken, wollte ich sagen. Ne, Ernten. Also das wäre, ja, wäre schön. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Das wäre super geil, wäre das. So. Aber wir sind schon wieder ziemlich außer Atem, habe ich so das Gefühl. Bevor wir da gleich irgendwo das Problem haben. Ja, ich sage, seitdem die das hier neu gestaltet haben, kann man halt auch ziemlich gut hier hinter dem Stromkonverter oder was auch immer das sein soll und den Bäumen durch auch ohne vom Mich gesehen werden, gesehen zu werden. Das ist eigentlich ja mittlerweile ziemlich einfach gemacht worden, von hier aus rüber zu kommen. Aber bleib jetzt erstmal hier stehen und jetzt beobachten wir erstmal den Mech. In der Zeit können wir ein wenig die Ausdauer aufladen. Genau. D2. Irgendwie ist heute 2. A2, D2, obwohl A2 ist. Ne, A2 ist immer noch da. Gut. Komischerweise hier sehe ich die Frachtabwürfe irgendwie. Auf meinem großen Account. Aber was heißt auf meinem großen Account? Also auf meinem. Links hier. Ja. Kriege ich das irgendwie nie mit? Ich weiß nicht. Entweder bin ich da immer anderweitig beschäftigt oder ich weiß nicht, was ich da treibe. Bin ich ganz ehrlich. So. Ich glaube, wir sollten ein bisschen aufpassen, obwohl, nee, der kommt zwar. Kommt der hoch oder geht der runter? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. Nicht drauf geachtet, aber so, warte mal, wir könnten jetzt, ich glaube nämlich, hier liegt irgendwo einer, ne, hier liegt keiner, okay. Ich brauche auch gerade nicht wirklich noch ein Messer, das Ding ist leer, aber da lege noch ein Knoblauch, ein Brettchen, leider auch nicht das, was ich wollte. So. Den gehen wir doch hier mal schauen, wo ist er hin? Da ist der Mech. So, wir könnten ja so tun, als würden wir telefonieren, dann sieht uns vielleicht. Nu komm, hau ab. Der Mech nicht oder der andere Zombie nicht. So dreckig wie wir sind und wahrscheinlich stinken. Na, falsche Taste.
Ob das ein Zombie unten drin ist, der so grummelt, ich weiß gerade nicht. Ich weiß es echt nicht. Bin ich ganz ehrlich. Da. Gut, hier hätten wir jetzt einen Metalldetektor. Den brauchen wir aber auch nicht wirklich. Das Zeug lasse ich auch mal hier. Ist nicht so mein Tarnzeug. Das ist eher so, weiß ich nicht, Wüstentarn oder sowas. Achso, wir sollten vielleicht mal eine HS9. Ne, die möchte ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. 19 Schuss noch, okay. Sollte erstmal reichen. So, irgendwie würde ich mal behaupten, haben wir ein paar Zombies hier stehen. Ne, brauche ich auch nicht. Die Dame da hinten haben wir übrigens noch nicht gelootet, aber auch nicht weiter schlimm. Vor allen Dingen könnten wir mal gucken. Guck mal, hier sind doch endlich mal vernünftige Handschuhe reparieren. So, das in die Hände nehmen wieder. Das Ding hier rüber, bevor nachher das Ding voll ist und ich wieder zu nichts komme. Hier mit packen und keine Ahnung. Dann jetzt erstmal so. Desert Eagle Red Dot passt leider auch nicht. Ach, das ist doch kacke. Ach nee, geht ja auch nicht, weil das Ding hat ja. Alles gut. Oh Gott, ey, ich bin so Banane gerade, ne? Hitze, Hitze, Hitze. So. Trinken. Ach so, das war nur einmal. Ach, egal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich wollte jetzt eigentlich gucken, der soll 7 Einheiten trinken, dann vielleicht die Flasche mal irgendwie in den Rucksack packen erstmal. Stoffwechsel, so, dann sollte es vielleicht jetzt endlich mal ein bisschen voll sein, so. Dann geht es jetzt erstmal weiter. Weil irgendwie wurde ja unser Trinken überhaupt nicht voll, habe ich so das Gefühl. So, dann werden wir die nette junge Frau hier mal durchsuchen. So, gucken. Ne, die hat nur die Hose. So, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal, obwohl, warte mal, ich sehe gerade. Option, Grafik, nee, Video, nee, auch nicht. Was war denn das hier? Doch, genau, Video. Da guck mal, das können wir auf 90 machen. Ist hier auf 90. Sollte helfen. So, guck mal, zurück, Spiel fortsetzen. Und schon haben wir doch, wird man fast behaupten, eine viel bessere Sicht, oder? So. Okay, da stehen jetzt 2, 3. Na komm, du auch noch. So. Dann hat's den auch schon zerlegt. So. Den können wir jetzt in Ruhe hier weiter gucken. Ja, noch ein vernünftiges Hemd, würde ich sagen. So. Ja. Es sieht doch mal relativ gut aus, obwohl ich sehe gerade auch so, mit der Zeit sieht es vielleicht ganz gut aus, wenn wir Glück haben. Schwarzen Ghillie, okay. Wenn wir Glück haben, ich weiß es noch nicht so genau, aber wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde, ist das noch hell und ein weißes Ghillie Oberteil, das ist ulkig. Ja, was soll ich sagen, ne?
Schwarz und Weiß brauchen wir hier. Nicht so dunkel. Also schwarz für die Nacht ist ja vielleicht nicht verkehrt. Achso, das Ding kann übrigens weg. Ja, man muss jetzt nicht nur auf die Stiefel aufpassen, man muss jetzt auch auf seine Handschuhe aufpassen. Das ist hier echt Wahnsinn. So, ja, übrigens, Stiefel sollten wir vielleicht gleich wirklich mal da drin noch reparieren. Ein Kugelschreiber, ja, den brauchte ich doch jetzt so ganz dringend. Deshalb sind wir hier für einen Kugelschreiber. So, dann nehmen wir mal den Herrn da aufs Korn, nicht wahr? So, tipp. Ja, bitteschön. Ich hätte jetzt gerne meine Pfeile wieder. Hallo, junge Dame. Doch, wir haben beide wieder. Das ist doch sehr schön. So. Ach so, genau, halt, ich wollte Schuhe reparieren. Reparieren. Ich glaube, diese Strumpfhose können wir einfach mal hier lassen. Die dürfte mittlerweile auch aussehen wie, ich weiß nicht, reparieren. Das Ding hier reparieren. BH ist repariert. Die Mütze können wir noch reparieren. Das Ding hier können wir reparieren. Kriegen wir das auch repariert, oder? Ja, ich glaube, alles so mit über 80% bleibt anscheinend. Weiß es nicht, ey. Wo ist das Ding? Könnten ja eigentlich mal gucken. Warte mal, wir reparieren das Ding jetzt mal. Die ist ja auch unter 80%. So. Dann ziehen wir die mal kurz an. Dann machen wir mal das Höschen runter. Oh Gott. Ne, die Strumpfhose ist ausrüsten. Die Strumpfhose ist aber sowas von platt. Aber mal gucken, was passiert denn, wenn wir die in Lumpen zerteilen? Kriegen wir dann auch so schicke Lumpen zum Heilen oder so? Oder, ne, ja gut, das sind schmutzige Lumpen. Ich weiß zwar nicht, wie man sich mit einer Strumpfhose verbinden wollen würde, aber okay. Ich frag gar nicht erst. Gut, also wie gesagt, so, das haben wir im nächsten Set, das ist schon mal sehr gut. Dann gucken wir jetzt gleich mal. Ach, eine Mütze, ja, hervorragend. Ja, aber ihr seht selber, ne? Also hier gibt es, ich sag jetzt mal, waffenmäßig nicht mehr wirklich viel in den Rundhangars. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, ja, dafür muss man jetzt in die, weiß ich nicht, Gebäude gehen, wo halt auch die Schränke sind zum Knacken. Da kann ich dann aber echt nur sagen, müsste anscheinend in die Bunker gehen. Oder halt in die Polizeistation. Weil hier in der Naval Base, aber ich kann es ja gleich auch nochmal zeigen. Hier sind auch Schränke zum Knacken da unten. Aber bis jetzt leider habe ich da noch keine Waffe rausgeholt. Okay, wahrscheinlich jetzt gleich Vorführeffekt, wenn wir dann unten drin sind, haben wir dann plötzlich in jedem Schrank irgendwie, weiß ich nicht, was drin. Könnte natürlich auch passieren, aber wie gesagt, wer meine Twitch-Streams guckt, der weiß, ich habe da unten nie Glück drin. Das ist echt grausam. So. Den können wir jetzt nochmal so mit gezogener Waffe für den Fall. Oh, okay. Alter. Mann. Es war aber jetzt auch scheiße hier. Dummsau. Alter, 4 Stück hier drin. Das war aber jetzt nicht so gedacht, geplant, gehofft. Scheiße. Ja, ich würde sagen, Gilly, das Ding, komm, schwarz hier in Lumpen zerteilen, das ist mir egal. Ich brauche ganz dringend Verbände irgendwie. Oh Mann, ey, wir haben aber nichts dabei zum Verbinden großartig, ne?
Ja, es ist ein Mist. Das ist wirklich Mist hier gerade. Naja, gut, wenn man halt ein bisschen unvorsichtig ist, kann das auch passieren. Das Ding hier auch direkt schon mal kommen in Lumpen zerteilen, ist mir jetzt egal. So, nächste Ding. Behandeln. So ein Ding ist es nämlich hier. Scheiß Viecher, ey, kloppen einen fast kaputt und keine Ahnung. Und ja, obwohl ich glaube, das ist gleich zu und hört auf zu bluten, bevor wir überhaupt irgendwie, ja, sag ich ja, fertig sind. Das ist, hätten wir eigentlich uns sparen können. Haben wir überhaupt Schmerztabletten mit oder sowas? Oh Gott. Ja, Schmerztabletten haben wir bei. Das ist schön, guck doch. Wir haben Schmerztabletten bei. Diese blöden Drecksviecher hier, das ist. Und da habe ich echt gedacht, den einen, der hier rechts war, den hätte ich kaputt gekloppt. Und dann kommt der Sack echt nochmal wieder und haut mir auf die Nase. Das war jetzt nicht nett von dem. Das war echt nicht nett. Jetzt haben wir ganz dolle Aua, wir humpeln und keine Ahnung. Mann, Mann. Achso, haben wir übrigens auch Antibiotika da. Guck mal, wir haben sogar Antibiotika bei Stoffwechsel. So. Antibiotika, guck mal, direkt weg alles. Das ist doch. Ja, au. Warum hast du au? Du sollst nicht au haben. Du sollst hier. Ein BCU-Log. Geil. Ich weiß zwar noch nicht, wie das Ding funktioniert. Immer noch nicht. Siehst du, da muss ich morgen mal Hippe zu quatschen. Das ist ja. Alter, ich hab doch Tablette genommen. Warum du nichts nehmen hier? Die immer noch au. Ist nichts gut. Schmerztablette essen. So, Stoffwechsel 67. So. Na, guck mal, jetzt können wir laufen. Jo, ich das schon mal gut. Jawohl, ja. So, noch ein Nachtsichtgerät. Das ist doch aber. Weißt du was, wir lassen das hier, hauen das da rein und gut ist. Und dann gucken wir jetzt weiter. Ja, einmal Naval Base. Müssen wir. Das ist Wüstentarnanzugkurse. Okay, dann nehmen wir die halt mit. Ich weiß zwar nicht, wo wir hier eine Wüste haben, aber wir nehmen das Ding einfach mit, wa? Jeden Fall besser wie Schnee. Als Schnee haben wir hier noch weniger. Überholen wollte ich gerade sagen. Und erholen können wir uns auch nicht wirklich. So, ich weiß gar nicht, wo ist gerade der Mech? Anscheinend ist er gerade. Weiß noch nicht, schnell da rein. So. So, ich würde sagen, wir hocken uns jetzt. Nein, nicht wir hocken, wir legen uns jetzt mal kurz hier hin, warten, bis wir ein bisschen was geheilt sind. Das könnte uns ganz schnell tödlich sein und Aua machen. Das wäre vielleicht auch nicht so toll. Weil wenn der blöde Mech nämlich jetzt gleich wieder kommt zurück und wir haben gerade keine, weiß ich nicht, Schmerztabletten mehr, kein was weiß ich nicht was, dann gibt das ganz böse Aua. Und ich rauche ja schon wieder irgendein Teil, was ich anscheinend schon genutzt hatte. Das ist auch clever. So, nun komm, mach hin hier mit dem Ding. Ey. Ich weiß nicht, wie lange die Schmerztabletten noch anhalten. Wir sind aber auch noch nicht in der Regeneration. Ne? Das ist.
Es ist echt gerade kacke. Ich sag, wie es ist. Das kann überhaupt nichts hier. So, komm, mach bitte weiter. Aber wo wir auch überall Schmerzen haben, Arm hat er erwischt, den rechten Arm hat er erwischt, das Ärmchen hat er erwischt, also die Hand. Es kann nur besser werden. Mann, 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 Mann. Schmerzen unterdrückt, das ist ja. Schweregrad 0, Gesamtintensität 0, verursacht Humpeln, nein, ja, das ist logisch, weil unterdrückt 100% Schmerztabletten, okay. Schmerz ist ein allgemeines Gefühl des Unbehagens, wenn man körperlich verletzt wird und kann durch verschiedene Formen und physisches Trauma verursacht werden. Es kann in Bewegungswett. Hallo? Achso, jetzt haben wir keinen, weil nichts Schmerzen mehr oder so. Ich habe keine Ahnung. Will man nichts lesen. Das ist schade. So, dann. Oh, guck mal, Farbe. Wir haben Farbe wieder. Das ist doch voll geil. Ich kann jetzt nicht nur Farben schmecken, wie wenn ich die Pilze rauche, ne, esse. Wir können jetzt auch wieder Farben sehen. Das ist voll geil. Dann schmeißen wir uns jetzt hier hoch, laufen zum Auto zurück, fahren dann darüber und gehen dann ins U-Boot. Ich wusste gar nicht, dass es ewig so lang dauert hier, bis wir das hier alles gelootet und gemacht haben, aber Kiste ist da. Moin Kiste oder Kistentasse oder Tassenkiste, je nachdem. So. Boah. Also ihr seht, sogar abends ist hier mittlerweile was los oder nachts. Wir haben es mittlerweile, oh Gott, 12:45, nee, 10:01. Also hier auf dem Server ist mittlerweile echt viel los und immer viel los und ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der Server jetzt anfängt zu laufen, dass wir so eine geile Community hier haben, dass wir eigentlich alle miteinander, dass wir alle hier miteinander spielen und nicht gegeneinander. Ich sage ja, auf den ganzen PvP-Servern hast du ja wirklich, dass man, weiß ich nicht, irgendwie immer nur gegeneinander spielt und mit seinen Squad-Membern zusammen oder so. Wir haben hier, lass mich nicht lügen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber guck mal, wir haben hier, nee, Quatsch, da, Teams. Wir haben 20 Squads. Gut, wovon 1, 2, 3, 4 anscheinend gar nichts mehr machen. Auf jeden Fall sagen wir mal 16 Squads. Und wir laufen hier alle miteinander durch die Gegend, also egal was für ein Squad oder sonst was. Und ja, wir gehen zusammen Naval Base, wir gehen zusammen in irgendwelche Bunker. Wir haben Spaß miteinander, vor allen Dingen, wenn wir uns untereinander nicht sehen. Weiß ich nicht, weil, was weiß ich, ihr seht es zum Beispiel im Stream, wenn ich streame, ich laufe mit Hippe in irgendeinem Bunker, Hippe sieht mich nicht, ich sehe Hippe nicht, wir sind beide total verpeilt und sinnlos verloren und suchen uns dann erstmal oder so. Also es macht Spaß, es kommt Spaß hier auf, es macht Freude, es ist einfach nur geil. Wie gesagt, wenn ihr mehr gucken wollt oder mehr wissen wollt, guckt doch gerne in meinem Stream, auch Falli74. Gut, ich bin meistens halt morgens online
von 10 bis, ja, meistens Ende offen, obwohl, nee, dienstags, donnerstags nur bis 14 Uhr, weil dann gehe ich abends nochmal live ab 18, 19 Uhr bis meistens, ja, so, weiß ich nicht, 11, 12. So, wenn ich jetzt nicht so verpeilt wäre und wüsste, wo mein Auto steht, dann wäre ich auch glücklich. Fängt das Thema schon wieder an, das ist doch scheiße. So ein Problem hatte ich letztens schon mal. Shit. Habe ich mein Auto nicht gefunden. Ich habe es in den Busch gestellt, was echt total offen war. Also es hätte wirklich jeder sehen können und keine Ahnung. Und ich bin so blöd, finde das Auto nicht. Aber okay. Jetzt haben wir dann das nächste Problem. Ich glaube, unten rein bringt heute nichts mehr. Wir haben jetzt schon, wo sind wir denn jetzt schon? Bei 45 Minuten. Ja, vielleicht, wenn wir das Auto jetzt gleich noch direkt finden, dann ja. Ich weiß aber, wir waren irgendwie näher ran eigentlich. Verdammte Hacke, wo ist mein Auto? Es ist doch alles nie mehr wahr hier. So, ach Quatsch, ich bin ja auch schon raus. Ne, bin ich schon raus? Sag mal, wo ist denn jetzt der Zaun eigentlich? Sind wir... Oh, scheiße. Sind wir schon aus dem Zaun raus? Nee, auch nicht. Wo ist denn der Zaun hin? Wo bin ich überhaupt? Ich bin gerade sinnlos verloren. Alter, doch, wir sind schon längst raus. Siehst du, das ist das Problem. In D4. Nee, sag mal, wo bin ich? Oh Gott, doch, wir haben die Naval Base schon lange, 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 lange verlassen. Deshalb finden wir auch das Auto nicht. Also so verpeilt, wie ich jetzt durch Hitze und keine Ahnung was bin, bin ich auch schon mal des Öfteren im Stream. Eigentlich, was heißt des Öfteren? Eigentlich regelmäßig. Ist doch nicht wahr, wir hatten noch das Auto drin, verdammte Scheiße. Und ich laufe hier raus und wundere mich. Guck mal, da steht mein Auto. Und wundere mich, warum ich das Auto nicht finde. Boah, ist das... So, das war jetzt echt dumm. Das war sowas von dumm. Das war, ich habe keine Ahnung. Es ist, es läuft. So, ja, ich wollte jetzt, wie gesagt, noch irgendwie... Ja, wir gucken mal. Also es sollte in... Uhr. Sag mal jetzt, wir haben noch 13 Minuten. Ja, das sollte eigentlich schon in 10 Minuten erledigt sein. Wenn ich nicht weiter so beschissen fahre. Aber dann sollten wir das doch hinkriegen. Dann fahre ich halt offline nach Hause oder so. Und Uhr. Wir gucken halt einfach dann beim nächsten Mal... Dann pflücke ich gleich alleine mein Unkraut oder so. Ernsthaft. So, leg ich wieder ein Auto. Wunderbar. Oder wir machen heute einfach ein paar Minuten länger. Ich meine, gut, das Unkraut wollte er wahrscheinlich nicht sehen. So. Das hier finde ich aber jetzt auf jeden Fall immer wieder, weil hier stehe ich eigentlich immer, egal wie, wo, wann, was. Schließen. So, dann gehen wir Inventar. Wir holen mal kurz die Kiste raus. So, wunderbar. Das da rein. Das rein. Das da rein. Das da rein. Das da rein. Haben wir hier unten noch was? Nee. Dann das Nachtsicht da rein. Das rein. Das rein. Das. 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 Oh Gott. Der BCU-Lock ist am geilsten. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es geht. Die können wir auch da reinschmeißen. So, die drei sind demnächst für meine Joints. Das da rein, Tütchen Küsse, brauche ich eigentlich auch nicht mit reinnehmen, oder? Das ist ja typisch Falli wieder so. Wir nehmen jeden Schrott mit. So, dann gehen wir jetzt schnell rein. Holen uns den mega super gar nichts Loot. Ja, ich weiß, ich bin immer am Meckern, höchstes Niveau und so. Aber ja, ich könnte auch im Prinzip, warte mal. So, sehr schön. So. Im Prinzip
Prinzip könnten wir auch den Loot auf 10 stellen. Dann hätten wir vielleicht Glück, dass wir in der Naval Base was finden. Aber ganz ehrlich, das muss ja nicht sein, oder? Je mehr Loot da ist, desto schneller hat man alles. Desto weniger geht man looten. Desto weniger hat man Spaß zu spielen. Desto weniger hat man, ich weiß nicht. Also es ist schon, ja. Es ist schon ein wenig herausfordernd. Oder herausfordernder, sagen wir mal so. Herausfordernd wäre wahrscheinlich wieder anders, aber... Gut, ich muss auch sagen, wir haben ganz viele neue Leute hier auf dem Server, die halt wirklich bis jetzt nur Singleplayer gespielt haben. Und noch gar keine Erfahrung mit Servern haben. Und viele davon sind mittlerweile echt hier super zufrieden. Es freut mich im Übrigen nämlich auch, dass wir hier auch ein paar Leuten helfen können, die wirklich vorher noch nie, ich sag mal, auf einem Scam-Server waren. Also, es ist einfach echt super. So. Ja, ich weiß, eigentlich gehört das hier nicht zu dem U-Boot. Also es gehört schon zum U-Boot, aber eigentlich gehe ich ja immer oben looten. Aber hier loote ich, wie gesagt, auch ganz gerne, wie ihr seht. Hier gibt es dann halt schon mal Schachtelnägel oder so ein Schleifstein oder. Also gibt es immer ziemlich viel. Früher gab es hier mit gut Glück auch mal einen 40er Schraubendreher. Ob die hier immer noch droppen, weiß ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Weiß ich wirklich nicht. Ja, wir haben schon wieder 9 Kilo Übergewicht. Deshalb ist die Dame wahrscheinlich auch schon wieder so aus der Puste hier. Schnell. Scheiße. Jetzt war klar, der Arsch musste jetzt ja mich unbedingt noch sehen auf dem letzten Stück und hier reinballern. Super, und jetzt ist auch ein Pieper da. Ich höre ihn nämlich irgendwie. Der will jetzt nicht wirklich hier hinkommen, oder? Alter, untersteh dich. Ist gerade so ein bisschen blöd gelaufen. So sollte es eigentlich nicht sein, aber okay. Ich habe ein wenig ein Problem. Vor allen Dingen habe ich immer so das Gefühl, weißt du, es sieht halt immer so ein bisschen aus, als wenn der gelb getriggert wäre schon. Aber das ist gar nicht der Mac. Das ist keine Ahnung, was das da drin ist. Er ist immer noch rot. Könntest du bitte auf gelb umschalten? Es wäre mir viel lieber. Oh, jetzt muss die Dame hier pullern. Das ist doch nicht mehr schön. Dann machen wir jetzt erst noch ein Pullerchen. So, das ist voll ulkig. So, da. Naja, vielleicht sollten wir... Vielleicht war es gar nicht so verkehrt mit dem Pullerchen. Wir warten jetzt einfach, bis der wieder wegkommt, geht. Da keine Ahnung. Dann haben wir vielleicht das Glück, dass der in der Zeit dann vielleicht schon gelb ist. Ich hoffe. Ich hoffe wirklich. Nee, der ist, glaube ich, immer noch rot. Das ist blöd. Ach du Scheiße. Ja, super, genau. Jetzt muss dann ein Zombie kommen, oder was? Du bist doch ein Arschzombie, echt. Ja. Was ist ein Drecksack? Ernsthaft? Seit wann kommen die hier lang?
Das finde ich jetzt nicht lustig. Okay, anscheinend sind die Zombies jetzt ein bisschen cleverer geworden. Weil bis jetzt hatte ich noch nie das Pech, dass der ein Zombie so, keine Ahnung, oder ein Springer so hier reingehüpft ist. Jetzt haben wir wahrscheinlich das Problem, dass wir den da hinten auch noch triggern. Ich hoffe nicht. Nein. Sehr schön. So, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt hier halbwegs sicher sind. Eine kurze Hose, sehr schön. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier die Dingerbummer hier. So, das Ding bleibt hier. Ja, ich sage, wer letztens meinen Stream gesehen hat, der hat auch gesehen, dass wir hier letztens bald draufgegangen sind. Obwohl, es war schon ganz ulkig irgendwo. Also der erste Zombie hat sich hier durch die Wand gebackt. Also der erste Springer. Ich konnte ihn gerade noch davon abhalten, sich weiter durchzubaggen. Habe ihn erschossen, als ich eigentlich raus wollte. Also als ich die Tür hinten aufgemacht habe und ich sah, er kommt auf jeden Fall jetzt durch, musste ich ihn leider erschießen. Und nein, hä? Was? Und ja, da hat er mich leider erwischt. Ich war fast tot. Konnte mich aber Gott sei Dank noch halbwegs verbinden und heilen. Also das hat geklappt. Und dann kam von, also jetzt rechts, der zweite Springer ist dann hier einmal oben durchgelaufen. Ich habe gedacht, gut, der jagt sich jetzt so in die Luft, dass ich drauf gehe. Aber nein, er war ganz lieb, hat sich, also ist einmal von da, ups, nach da durch, ist dann irgendwie nach außen gelaufen, stand hier auch hinter der Wand. Er ist aber Gott sei Dank explodiert, ohne sich durchzubaggen. Ja, dann konnte ich dann halt mich regenerieren und dann nachher doch wieder vernünftig raus. Aber es hat halt was länger gedauert. Aber ich meine, ihr seht es jetzt schon wieder. Wir haben die ersten drei Dinger auch. Wirklich gutes Zeug haben wir nicht bekommen. Ich glaube auch nicht, dass das hier, oh, ernsthaft so jetzt weitergeht. Da ist auch nichts drin. Was haben wir jetzt hier? Eine Flare, genau. Wegen so einer Leuchtfackel geht man natürlich in die Naval Base. Ich hoffe immer, die Flare hier zu finden. Deshalb, oh, ja gut, 45er AP, das ist, naja. So, dann haben wir hier ein AKS-74U-Magazin, was mich auch nicht wirklich, ja, nicht wirklich, also, ne, brauche ich nicht, weil die spiele ich nicht. So, dann haben wir nächste Airdrop D0, ist auch ein bisschen weit weg, das ist auch schon wieder Kacke. Feuerzeug, das brauchen wir nachher, wenn wir unsere Medizin geerntet haben und mit dem Papier ein paar schöne Tütchen gebaut haben. Da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz gute Munition. Medizin. So, fangen wir mal an. Wo haben wir da? Ne, da, da. Eins, zwei, hallo, zwei, drei, vier, fünf. Ich hoffe jetzt einfach mal. Geht jetzt so ungefähr hinhaut. Hallo, herstellen die Fläche. So, dann gucken wir jetzt. Mein Gott, ey, das ist doch. So.
Bolzen, das ist immer schön. Bolzen nehme ich immer gern mit. Wenn ich dann noch mal irgendwo eine Armbrust kriege, bin ich zufrieden. Ja, wir sind fast in der Zeit. Wir sind jetzt genau bei einer Stunde. Das heißt, wir looten jetzt noch das bisschen hier, laufen dann raus und dann hat sich das erledigt. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir kommen lebend raus. Es gibt die Möglichkeit, wir sterben jetzt gleich, je nachdem. Ich hau mal einfach mal. Ich hoffe, wir kommen lebend raus. Aber garantieren kann man ja hier nie. So, noch ein Trinken. Kommen die, die können wir aber komplett... Nein, 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 nein. Ja? Doch, alles trinken. Ich hab jetzt gedacht, ich hätte alles ausgießen gedrückt. Aber es gibt ja gar nicht alles ausgießen. Es gibt nur ausgießen. So, und da die Dame ja... Nee, die hat keinen Durst mehr, aber egal. So, weg damit. So, das Ding. Ja, könnte man eigentlich auch nutzen, aber nein. So, was haben wir hier noch? Nee, das möchte ich auch nicht haben. Ach, das hatten wir ja schon geguckt. So, dann gucken wir jetzt, dass wir hier lebend rauskommen. Er ist gerade weiß, das ist schön. Ich hoffe, der bleibt jetzt auch weiß. Dann kommen wir vielleicht noch lebend raus. Wow. So, dann müssen wir mal gucken. So, ja, wenn der jetzt zurückkommt, ne, hoffen wir mal, ich weiß nicht. Nun komm, dreh dich weg. Und vor allen Dingen sieh mich nicht, das wäre schon mal sehr von Vorteil. Wunderhübsch. Ich wollte gerade sagen, meistens ist es der hinten, der mich sieht, aber diesmal läuft er schön in die andere Richtung. Das ist sehr schön. So, jetzt nur noch raus. Aber wir haben es eigentlich ganz gut geschafft. Also wir sind trotzdem noch gut reingekommen. Wie ihr seht, da hinten ist jetzt gerade so der Sonnenuntergang. Das heißt, wir schaffen es vielleicht noch lebend. Nein, Quatsch, nicht lebend. K21, okay. Wir schaffen es vielleicht lebend zurück. Und ja. Obwohl, ne, Waffe brauchen wir gerade nicht. Das Problem, was ich immer habe, halt ist, ne, wenn wir jetzt hier rauslaufen. Das Reinlaufen ist eigentlich nie so das Problem. Das Rauslaufen jetzt schon eher, weil wir haben jetzt 42 Kilo. Wir sind 11 Kilo über dem, was wir tragen können. Wenn wir jetzt hier einen falschen Schritt machen und absaufen. Wow. Ja, wenn du da einen falschen Schritt machst und du fällst hier runter, dann bist du im Wasser und dann wirst du schon mal direkt so 10 Kilometer abgetrieben von der Strömung oder so. Nein, jetzt nicht übertrieben, aber du kannst nicht dagegen anschwimmen, weil du halt so schwer bist. Du bist unter Wasser. Du kannst eigentlich echt nur in dem Moment alles fallen lassen oder einen Teil fallen lassen, bis du leicht genug bist. Dann an die Oberfläche. Dann gucken, dass du hier an das Ding kommst und sag schnell, das andere Zeug ablegst, dann wieder einzeln runtertauchst und das andere Zeug alles hochholst.
Ansonsten hat man hier echt ein Problem. Oder man läuft halt die Treppen hoch und guckt, dass man das dann irgendwie schafft. So, ich gucke gerade die kleine Hündin. Also meine kleine Hündin liegt neben mir und pennt. Muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt langsam endlich auch mal müde. Aber wir haben es jetzt auch schon 10 nach 1. Aber es ist halt immer noch so warm hier in der Bude. Es hat sich zwar draußen ein bisschen abgekühlt. Ich habe auch den Ventilator am offenen Fenster stehen, der hier so ein bisschen reinpustet. Ja, dadurch kommt ein bisschen kühle Luft rein. Aber manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, dass so irgendwie heiße Luft reinkommt und ich weiß nicht, wo die herkommt. Also, das versuche ich immer noch so rauszufinden. Also von meinem Rechner kommt sie nicht, weil der steht nicht links von mir. Nun komm, geh an jetzt. So, dann fahren wir jetzt nach Hause. Gucken, ob wir noch ein bisschen was zu ernten haben. Aua. Muss halt jetzt gleich gucken, ne? Ui. Also wie gesagt, ich würde definitiv sagen, ja, wir haben es gleich 10 nach. Ich werde jetzt noch ein paar Minütchen aufnehmen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. So länger wie 20, also Stunde 20 will ich eigentlich definitiv nicht machen. Deshalb kürze ich ja jetzt schon hier überall ab und keine Ahnung. Ansonsten gehe ich jetzt gleich einfach, ja, und fahre dann. Wow, das war genauso geplant. Nein, Quatsch. Und ja, gehe dann eventuell dann gleich, mach dann aus und fahre den Rest dann halt, wow, offline. Weil ich möchte die junge Maus hier nicht nachts alleine hier draußen in der Wildnis mit den ganzen Zombies lassen. Es ist, hat die Angst und so, wisst ihr? Nee, ui. Also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall gleich noch bis nach Hause fahren. Wir haben ja noch, ich sag mal, bis 20 nach hätten wir noch 13 Minuten, aber ich glaube, so lange brauchen wir auch gar nicht. Wenn jetzt alles gut läuft, ich nicht noch 10 Unfälle baue, mich noch 20 Mal überschlage und keine Ahnung was, dann sollte das definitiv bis dahin abgeschlossen sein. Ist ja eigentlich jetzt nur noch hier hoch. Dann da hinten gleich noch mehr oder weniger hoch und dann sind wir ja schon fast da. Ja, und wenn man schon gefühlt wie ich das Spiel hier 100 Jahre spielt, dann weiß man auch, wo man im Prinzip durch kann und wo nicht. Also ich meine, wow. Manche Sachen haben die extrem verändert, wie hier zum Beispiel die Walachei, sage ich jetzt mal. Früher konnte sie fahren, ohne dass es so gehuggelt hat und ohne dass man hier fast geflogen ist und keine Ahnung. Hatte ich nicht gerade Nachtsicht die ganze Zeit an? Wow, ich glaube schon, oder? Lass mich gucken, Inventar, Inventar. Ich habe ein Nachtsicht an, das will aber anscheinend nicht funktionieren, weil wahrscheinlich leer. Ach, Scheiße. Und die anderen habe ich gar nicht. Die habe hier, die habe ich im. Gut. Ich wollte gerade sagen, habe ich überhaupt die Kiste mitgenommen? Ja, habe ich. Das haben wir wohl in einer anderen Kiste. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ohne Nachtsicht fahren. Aber okay, ich könnte natürlich das Licht anmachen. Dann seht ihr auch ein bisschen was. Ui, und wenn es nur Steine sind, über die wir gerade fahren? So,
Ja, aber doch, haben wir doch ganz gut hinbekommen in der Stunde. Oder ja, Stunde, was haben wir jetzt? Stunde 10. Haben wir trotzdem ganz gut hinbekommen, dass wir. Juhu! Doch die Helligkeit noch gut ausgenutzt haben, die zwei Rundhangers gemacht haben. Und dann halt das U-Boot. Ja, U-Boot ein bisschen mit Hindernissen, weil wir irgendwie den Mac getriggert haben, was ein bisschen doof war. Aber es hat ja im Nachhinein auch noch funktioniert. Aber wie ihr seht, unten Naval Base in den verschlossenen Schränken, es ist da definitiv nichts drin. Wenn ihr Glück habt, habt ihr ein bisschen Munition, ein bisschen Leuchtspur, nein Quatsch, Leuchtfackeln und keine Ahnung was. Und der Rest ist so, ich sag mal gelinde gesagt, für ein Poppes. Deshalb, ja, keine Ahnung. Ist es halt ein bisschen merkwürdig. So, dann. Ich hoffe, es ist jetzt kein Fußgänger unterwegs. Das wäre vielleicht tödlich. Ui. Kriegen wir es noch hin? Kriegen wir es noch hin? Wir haben noch 9 Minuten. Ich könnte mich jetzt rückwärts in die Bumper setzen, nein, ins Auto, sag Quatsch, in die Garage setzen oder in unseren Parkplatz da. Und dann gehen wir direkt schnell rüber. So, ui, ui, ah, fuck. So, Quatsch, bleib sitzen, mach's Licht aus, oder so. Ging Gott sei Dank noch, wir konnten noch das Licht ausmachen, das war doch ganz gut. So, warte, ich wollte jetzt mal gucken. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder finden wir jetzt eine Batterie oder ein neues Nachtsichtgerät. Eins von beiden müsste jetzt so passieren, weil... Ich guck hier, Nachtsichtgerät. So, dann packen wir das da rein. Das hier machen wir ausrüsten, dann machen wir das mal Waffe an und es geht. Es läuft, es geht auch nicht. Das ist sehr schön, ja. Wir haben ganz viele Nachtsichtgeräte und keins davon will funktionieren. Warte mal, wir hätten hier noch eins mit 100%. Ich kann jetzt nur hoffen, dass das funktioniert. Ausrüsten. Einschalten. Geht. Boah, ich fasse es nicht so. Den machen wir jetzt hier zu. Ja, wir haben ja das ganze Zeug da drüben. So, aufmachen, zumachen, ernten, nee, Quatsch, das eher Ernte ist hier, aber genau. Eigentlich müssen wir jetzt hier noch kurz Unkraut haken, aber ich lasse das jetzt mal so. Wir gucken jetzt mal, hä, nein, nicht Flüssigkeit, nein, auch nicht entfernen. Was ist hier? Oh, durchsuchen, guck mal, das ist schön. Oder auch nicht, weil irgendwie, eine. Naja, gut, wir können schon mal 4 Mal Medizin machen. Oh, sogar ein bisschen mehr, guck mal, das ist doch... Das ist schön. Pflanze entfernen? Nee. Durchsuchen. Ja, das Problem ist, wir finden halt nichts. Nee, gut, das bringt nichts. Ich muss erst das Unkraut entfernen. Das werde ich dann jetzt schnell machen. Ja, ich sage auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir auf jeden Fall gerne einen Daumen da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und immer noch mitkriegen wollt, wie verpeilt ich hier so eigentlich durch die Gegend laufe, lasst mir gerne ein Abo da, euch tut's nicht weh, mir hilft's und ja, macht mich damit auf jeden Fall ziemlich glücklich. Wir können jetzt gleich übrigens hier noch schnell das Beet düngen, weil wir müssen mal pullern. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch dann einen schönen Rest. Was ist denn das morgen? Oh Gott, Donnerstag. Nee, heute. Heute ist ja schon heute. Donnerstagnachmittag müsste das sein. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich, bleibt gesund. Wir sehen uns wieder. Ciao, der Falli.